Mikao, du erstmal herzlichen Glückwunsch. VW-Cup-Sieger. Ich wollte gerade schon sagen, VfL-Cup-Sieger. Es ist ja unser Cup jetzt. VW Volkswagen Cup heute, Jana Bremer Brücke. Ihr habt das Turnier gewonnen, nicht zuletzt auch durch dein Tor im letzten Spiel gegen Hannover 96. Und das hast du dir hart erarbeitet. Wie war es für dich auf dem Platz? War super. Nach der harten Trainingswoche in Basinghausen. Einfach super wieder zu treffen nach Havelse. Ich fühle mich topfit und schönes Gefühl jetzt auch gegen zwei Bundesligisten, Zweitligisten das Turnier zu gewinnen. Ich fand, du hast arg dafür gekämpft auf dem Platz. Das war echt in jeder Minute spürbar. Und auch zum Ende hast du diese ganzen weiten Läufe zurück immer mitgemacht, dich in jeden Zweikampf reingehauen. Ja, was treibt dich da an in dem Moment? Ich fühle mich jetzt einfach fit. Ich fühle mich sozusagen auch wie ein Neuzugang. Ich bin ja zur Halbsaison gekommen letztes Jahr, aber ohne Training, mit zweimal Corona und konnte jetzt die Vorbereitung von Anfang an beginnen. Konnte zu Hause auch nochmal trainieren und fühle mich natürlich jetzt neu und fit. Ja, da hast du mir jetzt schon eine Frage weggenommen. Wie sehr bist du angekommen jetzt beim VfL? Ihr habt eine intensive Trainingswoche hinter euch im Trainingslager, auch das erste Mal für dich in der Form. Musstest du auch singen? Warst du auch einer von den Neuzugängen, die sich vorstellen mussten? Und wie haben die Jungs dich, ja, wie ist das Teambuilding gerade? Wie fühlst du das? Tatsächlich musste ich auch singen. Wie viele Neuzugänge? Ja, super Team. Die Neuzugänge pushen uns natürlich auch nochmal. Teamchemie super, ich kann mich nicht beschweren. Richtiges Team. Wie seid ihr heute in die Partien reingegangen? Also ihr sagt immer, ja, wir wollen jedes Spiel gewinnen. Genau. Aber spannenderweise hat man es auch wirklich jede Minute gesehen auf dem Feld. Also super umgesetzt, kann man sagen. War der Trainer zufrieden? Trainer war zufrieden, er hat es heiß gemacht, hat natürlich gesagt, es ist unser Stadion, wollen das Turnier ganz klar gewinnen. So sind wir mit der Einstellung auch reingegangen. Gegen Wolfsburg haben wir super vorgelegt und jetzt gegen Hannover auch nochmal super nachgelegt. Natürlich schade, dass wir noch ein Gegentor bekommen haben, aber wir haben gewonnen. Also, da muss ich jetzt zum Ende hin nochmal wissen, was hast du gesungen und dann entlasse ich dich auch in den wohlverdienten Feierabend. Was habe ich gesungen? Achso, bist du real? Okay. Genau. Dann entspann heute Abend. Herzlichen Glückwunsch schon mal zum Tor und zum Volkswagen Cup. Emeka Odor, vielen Dank bei VfL TV. Dankeschön. Tschüss.